Dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Und das ist das, glaube ich, womit noch mehr Leute Probleme haben bei der Buchrechnung. Addieren und subtrahieren. Kannst du Brüche addieren und subtrahieren? Geht so, ne? Aber was weißt du schon mal? Der Nenner. Der Nenner, nicht der Zähler. Der Nenner, richtig. Und das zeige ich euch jetzt einmal wie. Machen wir das mit der Schokolade. Elisa, hast du noch die Schokolade dabei? Okay. Also wir haben ein Stück Schokolade, das teilen wir in zwei Stücke auf. Dann haben wir, und wenn ich jetzt, und ich esse eins davon, aber nur Oreo, ne? Nicht die andere. Ja? Okay, dann also eigentlich will ich zwei Stücke essen, aber heute reiße ich mich mal zusammen. Ich esse ein Stück, das heißt einhalb, okay? So. Von Luisas Schokolade, die in vier Stücken aufgeteilt ist, haben eins, zwei, drei, vier, so, habe ich jetzt ein Stück gegessen. Tja, Luisa hätte mir eine leckerere Schokolade mitbringen sollen. Ja, tut mir leid, aber okay. Das heißt, ich habe dann hier ein Viertel, richtig? Ich habe eine Hälfte von dieser Schokolade und ein Viertel von dieser Schokolade gegessen. Wie viel habe ich insgesamt gegessen? Da kommt die Addition ins Spiel und deshalb wird es wichtig, dass man beide auf den gemeinsamen Nenner bringt. Man kann das so machen, dass man sagt, Elisa denkt sich jetzt, okay, damit ich weiß, wie viel ich jetzt gegessen habe, teile ich meine Schokolade in gleich große Stücke auf wie Luisas Schokolade. Das heißt, ich habe dann hier zwei und hier zwei. Okay? So, dann wird aus mein einhalb wie viel? Wie viel habe ich dann gegessen? Jetzt sind zwei Stücke. Aber hier habe ich wie viel gegessen? Nur von zwei. Von wie vielen Stücken insgesamt jetzt? Richtig. So. Und hier habe ich ein von wie vielen Stücken gegessen? Vier. Perfekt. So, das heißt, insgesamt habe ich ein von vier Stücken und zwei von vier Stücke gegessen. Also drei von vier Stücken. Deshalb addieren wir Nenner und Nenner nicht zusammen. Ich gebe hier ein Verhältnis an. Und drei Viertel ein von, also das ist eine ganze Schokolade. Ich habe davon drei von vier Stücken gegessen. Ist das richtig? Also insgesamt. Wenn ich jetzt das Stück einfach hier nehme und da packe, dann habe ich ja drei insgesamt für mich gehabt. Von vier. Deshalb ist es richtig. Nenner und Nenner addiert man deshalb nicht zusammen, sondern man versucht die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das haben wir wie gemacht jetzt? Wie habe ich aus ein halb zwei Viertel gemacht? Erinnert euch an Kürzen und Erweitern. Wie habe ich das gemacht? Würdest du sagen, ich habe gekürzt oder erweitert? Erweitert. Mit welchem Faktor oder mit was habe ich erweitert? Mit zwei, genau. Also hier, denn hier mal zwei und hier mal zwei. Okay? Ist es bisher klar? Das bedeutet, Lösungsansätze, damit wir den gleichen Nenner bekommen, ist Erweiterung.